Willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt schon vielleicht gesehen, ich mache eigentlich nur Musikvideos. Bei meinen Shorts zeige ich Kräuterkunde. Heute habe ich mal vor, ein langes Video zu machen über Kräuter. Ich nehme euch mit, ich zeige euch drei Kräuterarten. Genau. So, ich habe jetzt einen Spot gefunden, weil die erste Pflanze ist Brennnessel. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, die ist alles voll Brennnessel. Das ist auf jeden Fall der größte Fell, was ich gesehen habe. Sehr, sehr schön. So, und die Brennnessel hat sehr, sehr starke Eigenschaften und gibt richtig viel Power. Die Brennnessel ist harntreibend und wenn man viel Brennnesseltee trinkt, geht Rheuma auch weg. So wird das gesagt. Mal schauen, ob das klappt. Ich probiere es jetzt nur einmal aus. Ich pflück die Brennnessel jetzt hier erstmal. Und wir machen da einen schönen Tee raus. Ja, mal gucken. So, den Rest mache ich mal. Und gleich gibt es einen schönen, leckeren Brennnesseltee. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde die Augen zu. Was gibt's denn heute für einen Tee? Der Ofen ist schon mal an. Heute gibt es Brennnesseltee. Brennnesseltee, ja. Wirkt auf jeden Fall für Rheuma auch sehr gut. Ja, und ist ja Harndrang fördern, ne? Genau, ja. So. Ich mach mal alles rein. So. So, jetzt kommt die Brennnessel rein. Schneidest du die klein oder einfach so rein? Die packe ich so rein. Oh. Ich hab die auch schon gepflückt. So. So, Brennnesseltee, wie sieht's schon aus? Ja, Wasser blubbert schon. Ja, ganz leicht. Ja. Aber gleich geht's richtig ab. So, jetzt haben wir was hier zubereitet für den Brennnesseltee. Sehr interessant auch, das habe ich jetzt auch vor kurzem gelernt. Das hier auch. Sehr interessant. Wenn ihr mehr sehen möchtet, warum das hier steht, guckt mal bei Sortes vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Genau, hier ist der Brennnesseltee. Das ist das, was wir gepflückt haben gerade. Es muss jetzt 10 Minuten kochen und dann wird es getrunken. So, wo man sieht es jetzt, ne, es blubbert. 10 Minuten sind rum. Jetzt wird erstmal getrunken. Ist natürlich ein bisschen was vom Wald mit reingefallen. Ja. So, guten Durst. Und? Auf jeden Fall besser als so ein Ladentee. Eine Brennnessel kann man ja kaufen für 1 Euro oder so. Das hat schon was. Tut gut. Bisschen was vom Wald zu trinken. Boah, der ist richtig kräftig. Der schmeckt.
Der schmeckt viel besser als der aus dem Laden. Also wirklich, der ist so... Ich weiß nicht, man schmeckt auch so ein bisschen so dieses... Ich schmecke auch dieses Raucharoma. Ne? Ja. Ist interessant, schmeckt gut. So, ich habe jetzt noch einen coolen Spot gefunden. Wer sich auskennt, weiß ja genau, was das für eine Pflanze ist. So, das ist der Giersch. Der Giersch hat die Eigenschaft, dass es Gicht wegbekommt. Ne? Das kennt man wahrscheinlich. Du kannst deine Gelenke nicht mehr richtig bewegen, wenn du da viel von isst. So, der Giersch kann man einfach für Salat benutzen. Man kann Salat, das habe ich mal gemacht, mit Tomaten rein, Knoblauch rein, Giersch. Das ist einfach voll lecker. Genau, das mache ich halt. So, jetzt habe ich hier einen Kirschbaum gefunden, genau unter unser Tarp. Eigentlich schon sehr cool. Aber die Blätter sind da ganz oben. Das wird jetzt lustig. Da muss ich erstmal hochklettern. Okay. Ich muss jetzt aufpassen, weil hier sind jetzt tote Äste. Aber ich mache das ja nicht am ersten Mal. Ah, sind die ersten Kirschblätter. Denk an Bear Grylls. Ja, sauber, sauber, sauber. Und das alles für ein paar Kirschblätter. Ja. Schön. Oh, gut. Wofür warst du denn gut? Nochmal. wenn man jetzt mal so einen Akt gemacht hat, oben auf den Baum zu klettern, ist man so. Ja, klar. Hat man jetzt mal alles vergessen. So, das haben wir schon mal, ne, ein Stück vom Baum. Wenn man das genau betrachtet, die Wirkungen von der Kirsche ist einfach so gut. Das regt den Stoffwechsel an. Hammer, das ist eigentlich richtig gut. Und es stärkt das Herz. Und das hat noch die geile die Eigenschaft, es hat ganz viele Vitamine. Vitamin A, C, B und ja, das andere habe ich mir nicht gemerkt, aber auf jeden Fall essbar. Und ich finde, es schmeckt nach Waldmeister. Wer Waldmeister kennt, schmeckt einfach nach Waldmeister. Das war's heute. Ich habe euch drei Kräuter gezeigt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und euch inspiriert hat, das mal auszuprobieren, die Kräuter. Ja, ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr für Kräuter kennt. Und vielleicht nutze ich die mal und zeige euch mal, wo man die pflücken kann oder welche Wirkungen das hat. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Ciao. Was haben heute. Das ist cool. Outtake. Ja, wenn man kein Objektiv hat, dann muss man sich ans Basteln. Jetzt gehe ich hier so schräg und hau hier gegen. Warte. Ihr seid ja immer noch da. Wollt ihr ein bisschen Bonusmaterial sehen? Da könnt ihr ja dranbleiben. Denn der gute Michi wollte mir jetzt irgendwas schenken. Da bin ich ja mal gespannt, ey. So, Sortes. Ich habe gehört, du trinkst gerne Met. Hä, hast du das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen, ja. Was hast du da? Ich habe was Spezielles besorgt. Ich hoffe, dass es ein guter Met ist. Das habe ich noch nie gesehen. Karls Met Sweet Honey Wine. Okay, komm mal her. Und ich habe noch was, warte. Das muss man ja... Noch was? Man muss das ja speziell auch zubereiten. Also erstmal schon mal danke. Bitteschön. Dein Horn, ne? Hä, du Gauner, das ist... Ey! Ja, das ist meiner, aber ist auch nicht meiner. Ey, komm mal her. Ey, danke schön. Ey, ich hab das nicht gecheckt, dass du mein Horn geklaut hast. Das war schwierig. Das war schwierig. Ich hab Mila gefragt, so, ey, wo ist Sascha Horn? So, warte, ich guck mal. Dann war ich unten. Ach, das war unten? Ja, ich hab gesagt, ich putz meine Hände. Hab ich das schnell geklärt. Ich hab Sortes auch gefragt, so, wie trinkt man eigentlich Mäden? Er so, ja, aus dem Horn. Ich so, okay. Ey, der Gauner, Alter. Ja, ey, du bist echt Gold. Ist Gold.